Jo, moin, herzlich willkommen zur Folge 27 von Let's Play Project Zomboid. Wir gehen heute weiter Richtung West Point. Schauen mal, was in den Häusern abgeht, ob wir ein paar Bücher looten können. Vielleicht finden wir ein Auto. Also, wir besitzen ja ein Auto. Das ist bloß nicht mehr ganz so schick intakt, wie es sein sollte. Ja, mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Ist immer noch derselbe Tag. Ich hatte ein paar Stunden Aufnahmepause und habe ein Video geschnitten. Ein bisschen so Kram gemacht, wie Essen und bla. Ja, und ich habe halt Bock, noch ein bisschen weiter zu zocken. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil von den Videos eigentlich, wenn man jetzt sagt, ich habe Bock zu zocken, aber eigentlich nicht aufzunehmen. Also, weil das also klar, das ist jetzt, das kommt irgendwie natürlich miteinander, aber im Prinzip ist es auch so, dass man ja, ich möchte ja nicht ohne euch machen. Nicht, weil ich mich einsam fühle oder so, so unsinnig Quatsch. Aber ich müsste mir dann die Frage stellen, ob ich das Projekt noch weitermachen will, wenn ich jetzt dabei nicht aufnehme. Ne? Ich könnte mir natürlich auch noch einen Singleplayer-Spielstand anlegen und da machen, aber das würde das Risiko bergen, dass ich dann nur noch den spielen will und nicht mehr das hier. Ja, und nee, das wäre auch nicht gut. Außerdem tue ich das hier gerne spielen. Was ist denn eine Mörsermühle? Das gucken wir uns gleich mal an. Ist das ein Zementmischer, oder? Verarsch mich da nicht. So, auf jeden Fall eine Schweißermaske. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Mörsermühle. Wer hat denn so. Guck mal, wie viel. Die wiegt 15, das kann eigentlich nur ein Zementmischer sein zum Hinstellen, ne? Kann ich die rausnehmen? Ja. Das ist schon wieder geil, sorry. Das geht gut los. Ja, das ist irre schwer. Wo ist es? Okay, ausziehen, ablegen. Was passiert? Kann ich Weg platzieren. Das ist ein fucking Zementmischer, ja. Mörsermühle. Habt ihr das schon mal gehört? Kann das was? Egal. Ich feiere das ein bisschen. Also das ist so. Es geht los mit super Synchro. Schauen wir mal rein in die Kamera. Ob aus einer Mörsermühle noch was drin ist. Ja, Klebeband. Und Holzkleber. Yay. Ah, hier ein Jackpot. Autoschlüssel steckt aber nicht. Okay. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir wollten ja nach March Retraction, weil da war gerade die Karte. Nee, ach ja, wir hatten ja das gebrochene Bein. Richtig. Nee, das mache ich hier nicht. Ist mir zu riskant. Dann du? Aus. Genau, wir hatten mit dem Ding gearbeitet. Das machen wir auch weiter. Eigentlich war es gar nicht so schlau, den Zementmischer da hinzustellen, weil ich garantiert jetzt hier irgendwie, wenn ich ein Auto finde in der Stadt und dann da rausfahre, dann an dem Ding hängen bleiben werde oder sowas. Irgend sowas kommt garantiert. Das soll ich schon mal aufschreiben und drauf wetten. Ah, ich will es natürlich nicht passieren, ne? Hä? So, weg mit dir. Ach Mann. So. Die sind aber heute zäh. Was ist denn nur los jetzt? So. Also sowas Unhöfliches. Das lesen wir jetzt mal. Während ich hier reingucke, nichts zu sehen. Bitterblocker braucht man gerade nicht mehr. Da oben sind noch ein paar mehr. Wir räumen die alle weg. Ich habe keine Lust, dass mir was im Rücken fällt, aber ihr kennt mich ja. Also. Naja, der da zum Beispiel, und es müssten zwei sein, ja. Pam. Ey, das ist auch wieder ein typischer Fall. Ich habe eigentlich erwartet, dass er jetzt da reinhaut, genau so, und mich nach dem anderen schlägt, weil der aber auch noch anvisiert. Obwohl, weiß ich nicht, ich gucke schon mal in der Aufnahme, vielleicht irre ich mich gerade auch wieder, aber. Statt dass er da reinhaut, schlägt er, nachdem der angelaufen kommt. Und
verkompliziert die Sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist machbar. Wir sind gut ausgeruht. Ja. Bin ein bisschen angespannt und durstig. Oh, dann guck mal ran. Oh, leicht fühlt. Oh, der Tollpatschig-Skill ist verschwunden. Habt ihr das gesehen? Ich weiß jetzt nicht, welcher das war. Nee, der Schusslich sollte noch wirklich besser schön, aber der Tollpatsch ist schon mal gut. Der hat gemacht, dass wir bei der Queren von Zeugen und sowas eventuell stolpern. Dass auch mehrfach vorgekommen ist. Ja. Und dann die Mörsermühle. Ich frage mich, was heißt das Ding auf Englisch? Mortermühle oder sowas? Mortermühle vielleicht? Also, tatsächlich sowas wie Mörtelmühle vielleicht? Und irgendwer hat das so komisch übersetzt. Die Waffe, die konnte ich mitnehmen, sondern die Munition. Egal. Können wir später mal rauswerfen. Also fragt man sich wirklich, wie solche komischen Übersetzungen zustande kommen. Das ist echt verrückt. Ein Klebeband nehmen wir natürlich gerne mit, da sind wir dankbar. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe festgestellt, dass wenn ich so weit rauszoome, die Bitrate bei euch ein bisschen kriselt. Ja, tut mir leid. Das liegt ein bisschen an meiner Aufnahmequalität. Mal gucken, ob ich das in Zukunft ein bisschen hochdrehen kann. Aber ich kann es nicht zu sehr hochdrehen, weil dann werden die Dateien noch viel, viel, viel größer, als ohnehin schon sind. Also meine Aufnahmen sind so 2 Gigabyte und laden zwischen 8 und 16 Stunden hoch, teilweise. Je nach Laune meiner Internetleitung. Und da kann ich leider nicht unendlich die beste Qualität machen. Also, da muss man leider mit dem leben, was man hier kriegen kann. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit hier den Rechner laufen lassen, der frisst auch Strom. Es kommt ja in der aktuellen Situation alles ein bisschen komisch vor. Wenn man also schon 8 Stunden hochladen, kommt mir ein bisschen schlimm vor. Also ich kann ja in der Zeit was am Rechner machen. Also nicht so gut. Ja, ich will nur sagen, dass dieses kleine Flimmern in der Bitrate, also das ist nicht rechtfertigt, dass ich die Dateien so krass verdienen soll. Ne? Oh, noch einer. Ja, komm mal ran. Und ich merke gerade noch was. Ich habe nämlich aus Versehen hier meine Boxen angestellt statt den Kopfhörern. Das ist mir aufgefallen, das eben. Ich drehe hier mal leiser und ich hoffe, das nimmt nicht zu viel mit aufs Mikro. Ja, ich guck mal kurz auf den Ausschlag, wenn ich den Zombie verhau. Ah, geht. Ich stelle es trotzdem mal kurz um. Und dann da. So. Ja, genau, das ist besser. Dann haben wir hier eventuell keine Rückkopplung oder was auch immer. Also, ich kann mir vorstellen, das war jetzt der gleich nicht in der Welt, sehr gut. Weil jetzt der Spielsound auf den Lautsprechern war, ist der wieder mit über das Mikro aufhören wurde. Und das ist nicht unbedingt gut. Wenn man gerade umgestellt, so das Ding ausmachen. Boah, also, ist aber auch was los, ne? Nützt ja nichts. Aber wir bauen halt gut Skills ab. Ich bin Einbrecher. Was ist das denn passiert? Ja, guck mal ran. Geht mal von der Straße runter. Muss seine Zukunftslösung rechnen, damit er da nicht mehr Zombies drüber fahren muss.
Max geht uns bald kaputt, aber das geht voll klar. Dann die nächste Waffe. Ich dachte mal für die EP. So. So rein. Die esse ich. Die nehmen wir mit. Ich muss mal schauen. Also ich bin immer noch kein Fan von den Dingern. Klar kann man eine ganze Schachtel davon wegnaschen und hat dann Hopser mal vielleicht so viel reduziert, wie ich mal jetzt habe. Und ich bin mir auch sicher, das kann in entscheidenden Situationen auch mal einen Unterschied machen. Macht es aber für uns nicht, wir legen uns einfach schlafen, wenn wir zum müde sind, fertig ist. Das ist eine gute Anzahl. Ja. Na, was habt ihr für mich? Nix. Also nichts von Relevanz. Chips essen. Genau, damit das Gewicht wieder ein bisschen steigt. Wie sieht es denn hier mal aus eigentlich? Hab ich gar nicht geschaut. Immer noch gebrochen. Okay. Unterbrechung gehabt. Ich bin ganz glücklich drum, dass das Spiel eine gewisse Fehlermarke hat. Das ja gerade gesehen, ich habe daneben gehauen, der hätte mich fast gebissen, aber er hat dann immer noch die Chance, ihn wegzustoßen. Also ich denke mal, wenn ich das nicht hätte, nein, wäre ich ja schon als Futter hier im Bett. Von Relevanz. Auch nix. Ah, da haben sie noch so viele. Jetzt gehen wir mal hier in das Haus gucken. Wir hoffen, dass hier weniger los ist. Das Auto habe ich auch noch nicht reingeguckt. Bei den Verdelten konnte man ja in die Handschuhfläche oder in den Kofferraum gucken. Ne? Klebeband. Cool. Und hier? Da hätte ich das Handschuhfach irgendwo. Oder halt nicht. Oh Gott. Naja, eigentlich muss ich, ne? Das sagt das Gesetz. Wie viel haben wir denn eigentlich schon umgebracht? 1600 nur. Ja. Ich glaube, man kriegt jetzt keine besseren Waffs mehr davon, aber. Also, wie viel es am Ende der 1000 Tage ist, oder 500 Tage, oder? Die Boppen. Irgendwas hinstellen auf jeden Fall. Das höchste, was ich bisher hatte, war auf einem Multiplayer-Server, wo ich mit meinem Freund spiele. Da
Da haben wir, ich glaube, ich habe um die 5000 oder so. Aber ganz viel davon sind mit Schusswaffen. Also da sind wir dann auch so drauf, dass wir einfach nur in die Städte reinfahren und erstmal alles abballern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Die kommen ja dann auch von den Geräuschen aus den Boden raus und so. Das wird im letzten Endes definitiv auch noch passieren, gerade wenn wir nach Raven Creek gehen oder so. Da decke ich mich vorher mit ein bisschen dickeren Waffen ein und dann machen wir da mal ein bisschen sauber und danach 5 Minuten. Ja, also gerade die dazu gemodelten Maps, die sind geradezu von Zombies überflutet, also was aus den Häusern rauskommt, ist nicht mehr fahren. Ist auch gut so, also so muss so ein bisschen gefallen, also weil ich dann so eine Challenge habe, wenn man da hinfährt und wenn die Stadt dann einfach nur leer ist und extra Loot bietet, dann hat man ja gar nichts davon. Also da hat man schon was davon, aber es ist ja dann langweilig. Okay, nix weiter. Schauen wir mal kurz. Leuchtet nicht. Ja, war Axt. Naja, das war Axt. Sehr gut. Wie viel habe ich gesagt, brauchen wir hier bei den 30 Punkte, ne? Ja, jetzt 10. Wobei, kurze Klingenwaffe ist kurz davor, ein Level zu kriegen. Lange Klingenwaffe fehlt auch nicht mehr viel. Stumpfwaffe fehlt auch nicht mehr viel. Also, ein paar Level sind da noch drin. Aber wir haben erstmal ein Drittel von dem, was wir da eigentlich wollen. Sollte aber dank der Skillbücher ein bisschen aktiviert werden. Da haben wir Sprinten gelevelt, ja. Heute ist ja mehr Glück als Verstand. Dieses Menü hier, ne, das ich ganz oben ran hier müssen. So. Deswegen hat das nicht mal ausgeklappt, wenn ich nicht mehr. Aber ich bin wieder Maus. So, wie sieht's aus? Da sind wir welche. Ich sprinte manchmal wegen der Ausdauer wieder. Na, wir dünnen es hier lang. Ich wollte hier gerade die große Klappe haben, dass hier langsam die Population ausgedünnt ist. Ah, vergiss es. So eine Scheiße. Bald. So. Erste Hilfekasten. Aha. Hey, ich wollte das lesen. Mal gucken, was für in der Zeitung steht. Ach du Scheiße. Hey, erwartet, dass er die noch fertig hat, bevor der andere Zombie da ist. Jetzt, dass wir so langsam lesen, hätte ich nicht gedacht. Ich will es aber auch nicht abbrechen, weil die ja schon ein Stück haben. Ja. Jetzt. Da sind wir zusammen. Ja, was ist dabei? Nein. Das habe ich gerade über Sprinten gesagt. Jetzt kann ich gerne mal was schauen. Ah ja, das ist jetzt alle noch 3. Cool. Ja, bis 4 haben wir noch den EP-Boost. Dann müssen wir schon das nächste Buch lesen. Oh, schade. Ich dachte, ich kann umschießen. Also. Schmerzbilden brauchen wir gerade nicht. Was ist das da? Was ist das? Ach, jemand mit dem roten Hut. Das sah ja verrückt aus.
Da war die Waffe kaputt. So. Aber das kam unerwartet und das passt schon. Ah ja. Ja. Schieben wir mal ins Inventar. Ich wollte ja eigentlich mit dem Speer weitermachen, ne? Ich hab da drin, ich hab ein Küchenmesser am Bauch stehen. Ein Jagdmesser, oh, nice. Guck mal, Speer. Oder auch nicht Speer, das ist hier die Frage. Speer ausrüste, dann habe ich sie in dieser Folge 5 Level Ups oder so. Dann irre. Und das werde ich tun. Ich kann mir 2 Speere herstellen, weil ich gehe sowieso kaputt. Ja. Und ach, guck mal, das erhöht doch den Tischlereiskill. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also macht nur Sinn und ist auch nett vom Spiel, aber ich hätte es nicht gedacht. So. Zack, so, wo ist der Speer mit Jagdmesser? Da kommt auf die 1. Ist in einem richtig schlechten Zustand. Aber wir haben ja Holzkleber gelootet. Ja. Genau. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, deswegen bin ich ganz zuversichtlich mit dem Ding. Manchmal ist es einfach so befriedigend, wenn das so klappt. Okay, ist abgeschlossen. Aha, das Fenster haben wir kaputt gemacht. Also, den Schließmechanismus. Da drin steht Bier auf dem Tisch. Und Chips. Der kommt doch her, ne? Ich hör's doch. Sehr gut. Dann kämpft auch was. Ach da, oh. Ja, ja, lassen Sie sich nicht stören. Ich esse nur Ihre Chips und Bier. So. Dann, wenn wir uns ruhig verhalten, sollte der auch nicht auf uns aufmerksam werden. Oh, Schrott. Es ist verlockend, die haben alle diese schöne Schrotflinte dabei. Athletics Sprinting 2, das haben wir wahrscheinlich schon, weil ich es markiert habe. Ganz 1, Amy. Brauchen wir nicht mehr, glaube ich. Ah, okay, hier ist was drin. Oh, 2 von den besten Pullovern. Ich nehme den mal mit, ich kann nicht wieder widerstehen. Brauchen wir noch was? Essen ist gerade okay. Wenn ich diese roten Bücher hätte, würde ich sie mitnehmen. Habe ich auch nicht. Finde ich nicht. Dieses Blatt. Inhalt. Okay, gehen wir mal raus und nehmen es nicht so aus hier. Wir gucken erstmal die Tür von uns. Ja. Oh. Dann gucken wir mal, was die Nachbarn so treiben. Offensichtlich wollen sie mir Brot und Salz bringen, um mir zum Einzug gratulieren. Nee, auch nicht. Ja, nochmal Streit aus. Ich glaube, das müssen wir vor Gericht klären.
Vermutlich, weil irgendwer wieder am Sonntag Rasen gemäht hat und sich nicht geschnitten. Man ist ja hier so ein bisschen penibel. Die kommen dann gleich an und wollen sich kloppen. Was denn so? Ihr wollt mir sagen, dieses Haus hat nur zwei Fenster. Jetzt muss man aufpassen. Nee. Ah, ich hätte erwartet, dass er an der Tür ist. Steph 4, Sneaking und Fitness 3. Freienstellung 3. Steph 4. Das ist hier hinten, das brauchen wir noch nicht. Ah. Nimm's mal nicht mit. Und den lasse ich mal raus. So. Boah, so eine Sauerei. Zeitung, nehme ich die mit. Ah, Doomsday Survivor Basics. Das nehme ich mit. Sagen wir mal so, ich würde es mitnehmen. Vorgespult, hatte der Kollege was im Kühlschrank. Die kommt mit. Eine lecker verrottete Kirsche und Schafsoße. Salami können wir auch in Salat machen, glaube ich. Ne, können wir nicht. Egal. Ich mache einfach mal was. Und ich muss was trinken. Oh. Oh, das ist interessant. Man sieht jetzt hier schon stehen Wasser 12 von 20. Ne? Das ist ein Zeichen dafür, dass dass jetzt auch das Wasser ausgefallen ist in der Spielewelt. Ja, das war nur eine Frage von Tagen. Also, ich hatte die Flasche noch voll gekriegt, aber jetzt ist auch der Luxus von unendlich Wasser aus dem Hahn vorbei. Wir haben aber alles echt gut in der Zeit hingekriegt, wenn ich nicht sage. Das kann man wirklich nicht schützen. Ja, da unten denke ich, da oben ist noch eine Gruppe. Oh, das ist auch eine kleine Gruppe. Scheinbar macht das Lärm. Auf jeden Fall hat der unten sich gerade umgedreht. Gucken, was wir hier treiben. Was hier abgeht, ne? Und ich habe immer noch ein gebrochenes Bein. Naja, wir können es ja Stück für Stück auseinandernehmen. Hängt zum Glück nicht ganz so dicht auseinander wie im Moldor. Obwohl es im Moldor jetzt auch ging. Noch nie. Boah, so viele hier. Bin immer ganz froh, wenn wir Teile von der Gruppe separieren können. Ja. Nice. Weil wenn die alle so ein garantierter One-Hit wären, das gerade, dann hätte ich nicht mal ein Problem damit, die so zu bekämpfen. Aber ich weiß ja, dass das manche nur so eine geringe Chance haben zu sterben. Kommen jetzt alle? Ich glaube, es kommen alle. Boah. Also die Gruppendynamik ist manchmal ein bisschen gruselig. Hallo. Das sind zu viele, ne? Ich sehe mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 Stück. Ja.
Also, wie diese Speer abgehen. Ich bin milde begeistert. Oh, eine Hantel. Mensch. Sowas ist selten. Ich nehme es mal mit. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht benutzen werden. Fürs Stärketraining sind die Dinger das Beste, was man machen kann. Aber für Stärketraining mache ich es wahrscheinlich sowieso ein bisschen Sprünge. Kann man wieder schön. Also es läuft besser, als ich erwartet habe. Ich habe trotzdem schwitzige Hände. Er schwitzt auch ein wenig, ist depressiv. Ja. Na, guck mal. Hey. So was mag ich nicht, wenn ich störe, ne? Das war ja ganz klar, dass ich eigentlich auf den pieksen wollte und nicht schubsen. Da kommt aber ein bisschen auf den Frame an, ne? Wann man drückt. Na, ist offen. Kommen wir mal hier rein. Hoodie, okay. Braucht man alles nicht. Fernseher, gibt's auch einen Bücherschrank? Das brauche ich nicht. Was zu essen hat er auch nicht. Ananas. Nicht wahr. Oh, das Schild hat vielleicht was verrottet. Nur verschwinden. Wenn wir mit Karte spielen würden, würde ich jetzt tatsächlich die Häuser alle abkreuzen. Das ist drin, aber so möchte ich uns ohne irgendwie orientieren. Da kann es aber durchaus vorkommen, dass ich in manche Häuser doppelt reinrenne. Nix. Ah, das Tomatenmark könnte man mitnehmen. Wie sieht es überhaupt aus bei dem Gewicht? Ich habe schon wieder zu viel rumigiert. Ah. Jagdmesser und Hausschlüssel. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Ich meine, ich habe den gehört, aber ich dachte, der steht draußen. Ja, ja. Jetzt gewöhnen wir uns mal an, die Betten ein bisschen auseinander zu bauen, einfach für die Punkte. Oh, das ist sehr gut. Das lese ich. Jetzt können wir auch Schwerlastautos reparieren. Da drüben gehen wir noch nicht rein. Jetzt schaue ich erstmal hier oben. Oh. Und hier drüben. Hm. Hey. Wo die wohl noch herkommen, ne? Stecken sich in den Gebüsch. Lampe? Gar nicht mehr viel Sprit drin. Brauche ich nicht mitnehmen. Hier oben sieht es eigentlich interessant aus. Da sind auch Garagen. Ja, da sind so viele Zombies. Ja. Egal. Wir metzeln uns durch. Wir haben schon ganz andere Sachen geschafft. Der ist schon wieder gut. Ja. Ich bräuchte mal eigentlich theoretisch das nächste Lernbuch für Speer.
Muss aber erstmal ohne gehen, weil habe ich nicht mit. Vielleicht finden wir eins. Eisen, nicht schlecht. Bleibt aber aus gewissen Gewichtsmanagementgründen erstmal da drin. Sag mal. Aber bloß gut bin ich jetzt nicht weitergegangen. Dann kommen ja alle zu mir. Der Stück hier gleich. So interessant. Also die überleben ja mit so ein bisschen und dann drücken die aus. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich muss an dem Speer was speziell für den Speer sein. Chips? Nee, Kalorien sind drücken. Ah, ich pack sie mal zum einen, weil ich komme jetzt wieder. Oben noch mal 5, also 8. Okay. Also dieser Speer, ne, wie ihr ihn jetzt im Einsatz seht, da habe ich eigentlich nicht viel dran gedreht, außer dem Vorbild-Weapons-Mod. Und der sollte im Vanilla-Speer genauso gut sein. Außer der einzige Nachteil ist wahrscheinlich, dass er schon kaputt wäre, weil Vorbild-Weapons das ja aktiviert in dem Moment. So an sich würde ich sagen, wenn wir das mal wieder spielen, irgendwann, dann werde ich definitiv wieder zum Speer greifen. Geht ja so ab. Und ein Jagdmesser kann man immer dran machen. Gut. So. Schleich mal jetzt mal ein bisschen um das Haus rundherum. Erstmal um zu sehen, ob da noch eine Gruppe davor steht oder so. Sieht aber aus, als wäre die Luft rein. Und sind eine Gruppe. Wie ein verdächtiger David. Geschlossen. Ah, ich dachte, ich hätte den Anbrecher-Perk. Das müsstest du doch hinkriegen. Na, kommen wir dem als nächste Fenster. Vielleicht sieht es da besser. Oh, geht's. Also. Auch wenn ich glaube, dass es jetzt nicht den Unterschied gemacht hätte, aber hier drin sind auch Zombie-Geräusche, ich muss vorsichtig sein. Ich muss auf jeden Fall so schwer atmen. Ja. Komm, dann lesen wir den jetzt auch mal. Vielleicht setze ich mich mal wieder auf den Boden. Dann kann ich jetzt die Ausdauer ein bisschen regenerieren. Ja. Wenn ich eigentlich schon mal schlafen müsste. Ja.
regnet es aber immer noch. Der Spiegel. Da hatte ich reingeguckt, ne? War bloß ein Erste-Hilfe-Buch. Alles gut. Jetzt bin ich nochmal auf dem Boden und dann lesen wir die. Zack. Ich glaube, ich habe es schon mal in den ersten Folgen erklärt, ne? Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der Raum mit einem Zombie besetzt ist und ihr wollt das rausfinden, dann geht er kurz an die Tür, zählt auf die Tür und drückt die Leertaste. Dann tut er kurz gegen die Tür, Herr Mann, und wenn da drin ein Zombie ist, dann wird er antworten. Also, dann wird er nämlich binnen kurzer Zeit zur Tür gewackelt kommen und dran rumkratzen. Wenn er das jetzt nicht gemacht hat, weiß ich, da ist keiner drin. Was ich da durchaus sein könnte. Saugglück, Antibiotika, Antidepressiva. Na komm. Die brauche ich scheinbar dringend, da nicht rauchen kann. Hm. Ah, ich denke mal, ich schlafe jetzt mal. Achso, dann ist wieder Nacht. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Hm. Ja, wir können ein paar Sachen machen. Zum Beispiel das Bett abbauen. Den wir eben noch gepinnt haben. Da können wir noch ein bisschen. Jetzt schaue ich mal. Schiene entfernen. Hey, immer noch ein Bruch. Das braucht echt lange, wie es scheint. Ist den mal. So. Dann lesen wir hier mal fertig, würde ich sagen. Damit ein bisschen die Zeit vergeht. Warte mal, auf der Uhr ging es noch schneller, ne? Also ich glaube zumindest. Immer noch völlig panisch. Okay. Zack. Das machen wir mal raus. Das können wir mal lesen. Ja. Ich bin ja eigentlich schon ganz glücklich darum, dass wir die Schweißermaske gefunden haben. Also wegen mir gibt man. Ich muss jetzt schon sagen, wir können zurück zur Basis und das als Erfolg verbuchen. Geschlossen. Aber hier ist offen. Interessant. Geschlossen. Der Schleichenskill steigt, dass es Zombies mal gibt. Da war einer am Haus. Ja, lese ich mal. Mit dem Blick aufs Fenster gerichtet. Also jetzt wird es ein bisschen heller werden. Ja, von mir ist auch so. Ich sehe noch nicht. Also, ihr habt ja jetzt gesehen, da drin ist ein Zombie, ne? Jetzt kann ich das mal zeigen. Ich hole jetzt mal kurz an die Tür. Und gleich wird diese Tür anfangen zu wackeln. Ja. Wir sind zur Tür kommen. Okay. Da wollte ich eigentlich gerade rein. Na, komm mal raus. Ein bisschen Auge auf meine Umgebung haben. Ich
schon wieder ein bisschen was kann, oder nix. Oh, ich glaube, ich werde gleich mal ein bisschen rumballern hier, wenn das weitergeht. Ich mache uns auch einen Sinn hier. Wo ist. Ach, jetzt lasse ich die Munition aber mal da drin. Jalapeno und so, ja, was das interessant ist, Müsli und Schoto und Pfeffer, okay. Nix. Guck mal nochmal das Obergeschoss durch. Waffenpuffer, Magnum-Munition. Scheint auch so eine Art Meme zu sein. Ein Einzelbett. Da ist noch ein Bett drin. Und in den Nachtschrank gucken wir nochmal rein. Nix. Halt, hier gucken wir nochmal in den kleinen. Ja, das ist nix. Manchmal hat man ja nette Werkzeuge in den kleinen Kapuz neben der Tür. Aber keine Fahrzeuge, ne? Also, ich weiß, ich habe eingestellt, dass wenig Fahrzeuge spawnen, aber dann doch erstaunlich wenig dafür, dass man wie ist es in Roosevelt direkt so viele hatten? Ist hier wieder erstaunlich wenig los in der Richtung. Ja, die Musik ist ein bisschen spät dran, ne? Glaube ich nicht. Ja, da kommt das normale Metall, kann ich gleich rausdrehen. Mhm. Hier sind welche. Ah, der hat einen Rucksack. Und den halt. Nehme ich ihn mit oder nicht? Ah, was? Sammelzwang. Ah, kein Bingo. Und hier sieht es aus, als wären welche eingebrochen. Oh Gott. Was denn jetzt passiert? Alter. Eieiei, das war gerade mehr Schwein als Verstand. Alter Schwede. Also, wow. Wow. So ins Auge gehen kann. Ich kann nicht einfach da reinhopsen. Ah, vielleicht jetzt. Ja, ich gucke erstmal nach das andere Fenster ab, dann hier steht. Den meinte ich nicht mal. Ich wollte nicht da unten das Fenster abhalten. Okay. Schauen wir mal das Haus. Vielleicht ist die Hintertür offen. Ah, sehr gut. Alter. Ey, wie dumm. Zum Glück haben die mich nicht gefressen, weil das ist so die Ruhe. Das ist schon mal alles verseucht. Ist auch einer drin, oder? Ne? Das ist wieder so ein Schrank, ja. Da poltert's. Seil, Chips,
Karotten. Aber wieder keine Bücher. Ja, guck mal, ob hier was Interessantes drin ist. Zahnpasta, okay. Dann gucken wir mal oben. Das ist wieder ein Bett. Zerlegen. Der war inaktiv. Schlimmes Haus. Das ist ein Strumpfband. Jetzt hat das ja aus wie ein Spiffo-Team. Nächstes Set ohne Inhalt. Okay, nichts von Relevanz. Der Hobbysmod gehen wir auch mal, weil ein war erst wenn ich ein Fahrzeug habe, mit dem ich die ganze Loot auf die Kante transportieren kann. Also ein besseres. Ein Generator. Auto-Juice Generator, das haben wir noch nicht gefunden, ne? Es kann tatsächlich auch manchmal hier in den Garagen spawnen. Oh, Schutt, Puff, Munition. Viel zu viel Schrotmunition, taktische Machete. Alter. Krass, nicht gut. Oh, da war ein Klebeband, das hätte ich gerne mitgenommen. Ja. So, die Uhr sagt noch, dass wir jetzt schon 52 Minuten aufnehmen. Das bedeutet eigentlich, dass wir zum Folgenende kommen müssen. Das werde ich dann auch gleich machen. Das Haus hier durchsuchen wir noch flink. Ja, sieht man. Und dann. So, na gut, da haben wir in der Folge doch einiges geschafft. Und ja, wir beenden das die Folge in dem kleinen Abstellräumchen hier mit dem Nähset. Oh, Faden nehmen wir mit. Ja, und da bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir hier weiter die Vorgärten auseinandernehmen. Bis denn.